Wir haben ungefähr vor anderthalb Jahren angefangen, ein Projekt zu erarbeiten. Rausgekommen dabei ist das Projekt Seitensprung. Wir haben eine neue Location wieder gesucht, etwas Neues, wie wir das seit 40 Jahren beim Kulturverein Treff schön zu machen. Und mit dem Konzept Seitensprung haben wir Literatur, also geschriebene Seiten, wie auch Musik, Sachen, die man auch nicht alltäglich gehört, miteinander verbinden. Und das in dem wunderschönen Garten hier mitten im Dorf Schötz, in der Bossartschür bzw. im Baumgarten, wo zu der Bossartschür gehört. Heute oben als Abschlusskonzert spielt die Band Velvet Two Stripes. Es sind drei Frontfrauen, die auftreten. Auch das etwas, das nicht ganz alltäglich ist. Es ist ein richtig Rockkonzert, wie wir das auch schon etwa veranstaltet haben. Und natürlich wiederum ein wunderbarer Gegensatz zu den klassischen Saiteninstrumenten, Kurzkonzert von dieser Woche. Wir haben tatsächlich etwas Neues gewagt und in dem, dass wir eben Saiteninstrumente oder klassische Sparten mit integriert haben. Die Erfahrungen waren ganz toll gewesen. Und das Tolle ist natürlich auch, dass wir mit dem Möglichkeiten gefunden haben, um bekannte und weniger bekannte oder noch ganz junge Künstler einzuladen für so ein Kurzkonzert mit ja, zum Teil außergewöhnlichen Instrument, wo die fantastisch vorgestellt haben. Diese Woche haben wir eine gute Präsenz gehabt, vor allem bei den Oben-Programmen. Die sind fast immer ausverkauft gewesen. Wir werden auch hier oben mit dem Abschlusskonzert fast ausverkauft sein. Je nachdem, wie viel also an den Oben-Kassen kommen, ist es dann ganz ausverkauft. Die Resonanz für diesen Kurzkonzert war überwältigend gewesen. Also ein ganz tolles Erlebnis so für uns als Veranstalter. Ein weiteres tolles Projekt im Kulturverein Treff Schötz. Ja.